Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Stammfunktionen. Nachdem wir uns in Kapitel 1 die Definition der wichtigsten Funktionen angeschaut haben und in Kapitel 2 die zugehörige Differentialrechnung, starten wir nun in das dritte wichtige Kapitel der Analysis, die Integralrechnung, und in diesem Video schauen wir uns die wichtigsten Definitionen an. Da starten wir also mit der Definition der Stammfunktionen. Ausgangspunkt ist also, dass wir ein Paar von Funktionen haben, eine Funktion groß f von x und eine Funktion klein f von x. Groß f von x muss differenzierbar sein, und zwar so, dass die Ableitung von groß f eine Funktion klein f ergibt. Und dann nennt man groß f eine Stammfunktion von klein f. Ja, klein f ist die Ableitung, groß f eine Stammfunktion. Und als einfaches Beispiel nehmen wir da mal die quadratische Funktion x² her. Und wenn wir die ableiten, erhalten wir 2 mal x. Das heißt, 2 mal x ist eine Ableitung von x² und x² ist eine Stammfunktion von 2 mal x. Nun, die Ableitung ist eindeutig, also x² hat nur eine einzige Ableitung, nämlich 2 mal x. Die Umkehrung ist aber nicht eindeutig. Warum? Wir können leicht eine zweite Funktion hinschreiben. Zum Beispiel x² plus 3 und g' von x ist dann trotzdem 2 mal x, und die 3 fällt weg beim Ableiten, ist also auch gleich f von x, erfüllt also auch den Tatbestand einer Stammfunktion. Ja? Die Ableitung von g ist die Funktion klein f, deshalb ist g eine Stammfunktion von groß f. Und damit ist also die Stammfunktion nicht eindeutig. Es gibt immer mehrere Stammfunktionen. Und diese Unterscheidung um eine Konstante ist dabei recht einfach und offensichtlich. Also wenn sich zwei Funktionen um eine Konstante unterscheiden, also wir haben eine Funktion f von x, die ist dasselbe wie g von x plus irgendeine Konstante, dann haben die beiden Funktionen dieselbe Ableitung. Das wissen wir, weil die Konstante beim Ableiten wegfällt. Und das sind aber auch die einzigen Arten von Stammfunktionen, die es gibt. Also alle Stammfunktionen derselben Funktion klein f von x unterscheiden sich nur um eine additive Konstante, hier mit groß C geschrieben. Woran liegt das? Naja, wenn beide Funktionen Stammfunktionen von klein f sind, dann muss gelten, dass die Ableitung von groß f und die Ableitung von groß g dasselbe ist, nämlich klein f von x. So sind sie ja definiert, sonst wären sie keine Stammfunktionen. Und daraus folgt, dass die Differenz gleich 0 ist. Natürlich, wenn sie gleich sind, ist die Differenz 0. Und die Differenz einer Ableitung ist die Ableitung der Differenzen. Ja, das heißt also, die Ableitung der Differenz der Funktionen ist gleich 0, und deshalb muss die Differenz eine Konstante sein, weil die Ableitung einer Konstanten beim immer 0 ergibt. So, das heißt, wir haben, wenn wir eine Stammfunktion kennen, können wir leicht alle anderen Stammfunktionen auch hinschreiben. Sie unterscheiden sich eben nur um eine beliebige additive Konstante. Und in manchen Zusammenhängen ist es dann so, dass wir interessiert sind an einer ganz bestimmten Stammfunktion mit einer bestimmten Konstanten, und manchmal ist uns die relativ wurscht. Sammeln wir hier noch ein paar Schreibweisen zusammen. Wir unterscheiden das sogenannte bestimmte und unbestimmte Integral, bei der wir diese Stammfunktion verwenden. Das bestimmte Integral schreiben wir folgendermaßen hin. Wir schreiben das Integral in den Grenzen von a bis b, die irgendwelche reellen Zahlen sein sollen, über die Funktion f von x integriert nach x. Dafür schreibt man dx, ist dann definiert als die Differenz der Stammfunktion am oberen Rand und der Stammfunktion am unteren Rand. Die ziehen wir voneinander ab. Kurz schreibt man dafür auch hin f von x, Stammfunktion, ausgewertet an b und a, und dann wird davon die Differenz berechnet. Und wenn wir bei diesem bestimmten Integral die Grenzen vertauschen, also
a und b hier gegeneinander austauschen, dann ändert sich das Integral nicht, nur das Vorzeichen ändert sich. Sonst müssen wir dann nichts ändern. Und manchmal schreibt man auch ein sogenanntes unbestimmtes Integral hin. Da lässt man also hier die Grenzen beim Integrieren weg, sagt, man möchte die Funktion f von x nach x integrieren und lässt sich aber noch offen, bei welchen Grenzen man das evaluieren möchte. Und da schreibt man dann hin eine Stammfunktion und wenn man sauber sein möchte, fügt man dann eben noch irgendeine unbekannte Konstante c hinzu, die man möglicherweise je nach Anwendung dann noch einfüllen kann oder einfüllen muss oder die eben offen lassen kann. Manchmal wird aber auch beim unbestimmten Integral ein bisschen unsauber oder sloppy das C weggelassen, weil es in vielen Situationen nicht wichtig ist. Woran liegt das, dass das nicht wichtig ist? Bei der Berechnung des bestimmten Integrals spielt diese Konstante keine Rolle. Warum? Wenn ich statt der Stammfunktion f von x eine andere Stammfunktion g von x nehme, die eben noch eine Konstante c dazu addiert, erhalte ich dasselbe bestimmte Integral. Ja, das bestimmte Integral von f von x integriert nach x war die Differenz der Stammfunktion an oberer und unterer Grenze. Und wenn wir da jetzt eben das g und nicht das große f nehmen, dann ist das dasselbe wie f von b plus c und davon ziehe ich ab, f von a plus c und wenn ich diese Klammer auflöse, dann habe ich hier c minus c, das fällt gegeneinander weg und übrig bleibt f von b minus f von a. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Integral ausrechne, ist es völlig egal, welche der vielen Stammfunktionen ich nehme, dann nehme ich halt irgendeine. Häufig nimmt man dann die, wo man diese Konstante weglässt, wo man die gleich 0 setzt. Und weil das eben beim bestimmten Integral so ist, ist man häufig ein bisschen unpräzise und macht das beim unbestimmten Integral auch. Aber wenn wir sauber sein möchten, schreiben wir die Konstante eben mit dazu.